Die Businessfragen OG bezahlt am 30. Oktober die Versicherungsprämie in Höhe von Euro 6.000 für November bis April mittels Banküberweisung. Bilden Sie den Buchungssatz für den 30.10. des Jahres. Ja, wenn wir uns diesen Buchungssatz jetzt etwas genauer einmal anschauen, müssen wir uns zuerst hier überlegen, gibt es hier etwas Besonderes? Und wenn wir uns diese Aufgabenstellung anschauen, so können wir hier jetzt schon erahnen oder sehen wir hier, dass es sich um eine eigene Vorauszahlung handelt. Weil wir zahlen ja im Oktober die Versicherungsprämie von November bis April. Das bedeutet, wir zahlen auch jetzt heute oder am 30.10. eben auch schon eine Versicherungsprämie, die in das nächste Jahr gehört. Und aus diesem Grund haben wir hier eine Besonderheit sozusagen, um diesen Buchungssatz letztendlich auch durchführen zu können, benötigen wir drei Schritte. Und diese drei Schritte werden wir uns, oder den ersten Schritt, also was passiert am 30.10., werden wir uns jetzt bei dieser Aufgabenstellung anschauen. Für den zweiten und den dritten Schritt gibt es dann eine eigene Aufgabenstellung. Also in diesem Bereich oder bei dieser Aufgabenstellung konzentrieren wir uns jetzt nur auf den 30.10. Und hierfür können wir wieder auf unsere vier Schritte zum richtigen Buchungssatz zurückgreifen. Das heißt, im ersten Schritt müssen wir uns wieder überlegen, welche Konten benötigen wir überhaupt und um welche Kontoart handelt es sich hierbei. Wenn wir uns hier diese Aufgabenstellung nochmal anschauen, so sehen wir, dass es sich hier einerseits um eine Versicherungsprämie handelt. Das heißt, wir brauchen nochmal ein Konto, wo wir diese Versicherungsprämie verbuchen können. Und ergänzend dazu benötigen wir auch noch das Bankkonto, weil wir überweisen die Versicherungsprämie ja von unserem Bankkonto weg. Und dementsprechend brauchen wir eben einerseits einmal das Konto Versicherungsaufwand und andererseits das Konto Bank. Und wenn wir uns überlegen, um welche Kontoart es sich handelt, so wissen wir, dass die Bank zum Umlaufvermögen eines Unternehmens gehört. Und das Umlaufvermögen eines Unternehmens finden wir auf der Aktivseite der Bilanz, weshalb das Bankkonto ein Aktivkonto bzw. ein aktives Bestandskonto darstellt. Und den Versicherungsaufwand als solches finden wir nirgends in der Bilanz und aus dem Grund kann es nur ein Ertrags- oder ein Aufwandskonto sein. Und nachdem wir hier die Versicherung bezahlen, stellt es für uns ja einen Aufwand dar und aus diesem Grund handelt es sich eben hier um ein Aufwandskonto. Ja, und somit können wir auch schon zum dritten Schritt drüber gehen und wir müssen oder können uns überlegen, ob es sich um eine Vermehrung oder eine Minderung des jeweiligen Kontos handelt. Der Versicherungsaufwand wird mehr, weil wir bezahlen ja mehr an Prämien und aus diesem Grund haben wir eben beim Versicherungsaufwand eine Mehrung. Und unser Bankkonto wird aber auf der anderen Seite weniger, weil wir überweisen ja was an jemanden anderen, als in diesem Fall an die Versicherungsgesellschaft. Und aus diesem Grund wird unser Bankguthaben weniger. Und deswegen können wir hier eben von einer Verminderung sprechen. Und wenn wir uns dann an die Grundlagen zurückerinnern, so wissen wir, dass ein Aufwandskonto, eine Vermehrung eines Aufwandskontos, genauer gesagt, immer im Soll verbucht wird. Und die Minderung eines Aktivkontos immer im Haben verbucht wird. Und aus diesem Grund ergibt sich dann eben der Buchungssatz Versicherungsaufwand an Bank mit 6.000 Euro. Wie bereits gesagt, nachdem wir hier ja jetzt die 6.000 Euro bezahlen, brauchen wir hier auch keine große Berechnung vornehmen. Wir brauchen auch keine Steuer mit berücksichtigen, also keine Vorsteuer berücksichtigen, weil Versicherungen eine der wenigen Ausnahmen sind, welche keiner Vorsteuer unterliegen. Und dementsprechend können wir uns dann jetzt auch noch die T-Konten anschauen. Also wie sieht die Darstellung im T-Konto aus? Wenn wir uns zurückerinnern, so lautet der Buchungssatz Versicherungsaufwand an Bank mit 6.000 Euro
Und aus dem Grund wird das T-Konto Versicherungsaufwand im Soll mit 6.000 bebucht und das Bankkonto mit 6.000 im Haben verbucht.